gesprochen haben, hier die Gesamtbevölkerung mit einzubeziehen in diesen Prozess. Teilweise ist das schon der Fall. Wir werden jetzt beispielsweise zur Wetzlarer Karnevalsgesellschaft gehen. Wenn man daran denkt, dass Karneval im Grunde eine urdeutsche Aktivität mit ist und sieht, dass wir hier Stück für Stück über die Jugendarbeit Menschen mit Migrationshintergrund versuchen, auch in diesem Bereich mit einzubeziehen. Ich glaube, es gibt nicht viele Karnevalsvereine, die sich speziell auch für solche Fragen öffnen und dort etwa über Hip-Hop, Dance nun etwas anderes mit anbieten als klassische Karnevalsaktivitäten. Ja, die Vielzahl der Vereine müssen natürlich mit einbezogen werden. Sie haben vollkommen recht, das ist also nicht nur gegenüber Migranten gerichtet, sondern genauso gut Teil einer Querschnittsaufgabe gegenüber der hier deutschstämmigen Bevölkerung. Wir hatten ja auch auf dem Vorbereitungstreffen das Thema Sport, auch die deutschen Vereine. In der Kirmes ist diese Struktur da, mit den Vereinen, dass da sehr viele Migranten Mitglieder sind, wo aber da halt noch ausgebaut werden muss, wie zum Beispiel Jugendleiter oder Trainer oder einfach so Amateurhafte, die sich dann bereit erklären, da mitzumachen, aktiv, ehrenamtlich dann. Wir wollen Sie jetzt nicht zutexten, aber das ist jetzt ein ganz breites Feld, das Sie eben angesprochen haben. Ich mache das mal sehr persönlich, ich bin in Hessen schon seit einigen Jahren immer wieder unterwegs und besichtige auch und hinterfrage ja auch Aktivitäten im Bereich der Migration. So etwas wie in Niedergirmes gibt es in Hessen nur ganz selten. Und das hat, glaube ich, auch etwas mit dem Ansatz zu tun. Und ich glaube, das war der klügste aller Entscheidungen gewesen, dass man die Migrationsarbeit mit der sozialen Stadt und mit allem, was damit zusammenhängt, verknüpft hat. Es gibt viele Stadtteilhäuser in Hessen. Manche Stadtteilhäuser heißen dann auch witzigerweise Mehrgenerationenhaus, obwohl das ja gar nichts mehr zu tun hat, aber das ist so eine nordhessische Variante. Also wenn du zum Beispiel zum Kollegen Zimmermann nach Bad Wildung fährst, der nennt sein Mehrgenerationenhaus, nutzt das als Stadtteilhaus, wo dann auch ein bisschen wo dann auch zum Beispiel ein Angebot mal gemacht wird, dass da ein Frauenfrühstück durchgeführt wird oder sowas. Das war es aber auch. Und die Kombination, die Niedergirmes ist, und das fand ich so faszinierend, als dann so zwei, ich sage es mal bitte so nicht schreiben, so zwei alte Niedergirmser mir da in Platt erklärt haben, das wäre aber doch echt eine gute Sache, dass jetzt hier die Migranten sind. Und ich finde, dann war es erfolgreich. Dann hat es geklappt. Dann ist der Schalter umgelegt. Können Sie natürlich, und deshalb muss die deutsche Bevölkerung muss mitgenommen werden. Klar, also die Integration ist kein einseitiger Akt, wir wollen ja auch keine Assimilation haben. Die ist wieder mit viel zu viel anderen Problemen verbunden und ist übrigens auch unmenschlich, in meinen Augen jedenfalls illiberal. Aber die aufnehmende Gesellschaft muss natürlich bereit sein dazu, also muss man immer wieder Anreize finden. Das kann man am besten vor Ort machen. Uns am meisten kaputt machen kann man da mit hochtheoretischen Diskussionen, die wir manchmal in der Bundespolitik oder auch in der Landespolitik führen und die meistens auch wenig dann mit Migration und mehr mit Religion oder Ängsten zu tun hat. Minarettverbot zum Beispiel, da können Sie wieder das Porzellan kräftig zerschlagen, was dann mit so Detailarbeit vor Ort gemacht wird. Wir haben darüber hinaus, weil haben wir auch ein Wetzlarer typisches Profil. Nur mal so nebenbei. Nicht für die Presse. Ich bin zu Gast beim Oberbürgermeister. Er hat auch mit Integration zu tun oder nicht Integration. wir haben gerade letzte Woche eine Veranstaltung durchgeführt. Frau Schindler, die maßgeblich nicht nur vorbereitet, sondern jetzt auch in der Nachbereitung, wo wir mit Migration und Ehrenamt hinterfragen. Und das haben wir sehr bewusst im Haus des Landessportbundes in der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt gemacht, weil natürlich Sport eins der zentralen und dann sogar Mannschaftssport noch besser als Tennisspiel, um es jetzt mal flapsig zu formulieren, ist. Wir hatten aber auch gestern Abend die FDP-Landesfraktion ihren Neujahrsempfang
wo der Vorstandsvorsitzende der Eintracht gesprochen hat, Herr Buchhagen, der auch sehr deutlich gemacht hat, dass auch Vorbildfunktion und Integrationsfunktion auch solche Vereine zum Beispiel haben. Und bin ich auch ein bisschen stolz drauf, habe ich mir auch geantwortet, mich bei ihm artig bedankt. Yannis Amanatidis ist der nicht fußballbegeisterten der Mannschaftskapitän der Eintracht, der leider dauernd verletzt ist, ist Antigewaltbeauftragter der Hessischen Landesregierung. Der hat sich vor 2-3 Jahren bereit erklärt, sich zu outen, dass er sich auch einsetzen lässt, bei Veranstaltungen in Schulen hauptsächlich, aber auch bei Verbänden, dann dieses zu kommunizieren. So, dann haben Sie natürlich wiederum, also im Hintergrund Ihrer Frage, was machen Sie eigentlich mit der deutschen Urbevölkerung, dann haben Sie natürlich wieder eine Verbindung jetzt auf einmal andersrum, also dass da ein Held, wo, keine Ahnung, 30.000 Eintracht-Freaks jeden Samstag brüllen, Yannis, Yannis oder Anna, Anna, die sich dann auf einmal hinter einem Migranten stellen. Und das ist die Kombination macht's.